Wir sind heute hier in Scheiern zusammengekommen zum zweiten Dialogforum im Prozess der Bewerbung um das Qualitätssiegel Bildungsregion in Bayern. Es wurden die Arbeiten vorgestellt, die 5 verschiedene Arbeitsgruppen in den vergangenen 1,5 Jahren bewältigt haben. Sie haben den Ist-Stand im Landkreis erfasst und haben neue Projektideen entwickelt. So zum Beispiel die Messe an der Berufsschule, die bereits stattgefunden hat und ein sehr großer Erfolg war. Was noch geplant ist, ist im Bereich des ehrenamtlichen Engagements ein Dankeschönabend für alle, die ehrenamtlich im Jugendbereich tätig sind, dass die hier eine Anerkennung bekommen. Es waren sehr gute Ergebnisse da, die alle in der Bewerbung zusammengefasst wurden und die heute der Konferenz der Schulaufsicht übergeben wurde, um dort prüfen zu lassen, ob der Landkreis qualifiziert ist, dieses Siegel zu erhalten. Also hier hat ein Landkreis über 1,5 Jahre fast wirklich auf die Beine gestellt und zusammengefasst, was er alles tut. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass Anführungszeichen mein Landkreis Pfaffenhofen, ich habe ja 10 Jahre arbeiten dürfen, so viele tolle Leuchtturmprojekte hat. Sehr überzeugend. Die Maßnahmen, die daraus erwachsen sind, natürlich die in erster Linie, die wir jetzt prüfen werden, um zu schauen, ist Nachhaltigkeit gegeben, werden hier Lücken gefüllt, werden neue Ideen, neue Wege gegangen. Was man aber schon im Anriss heute gehört hat, bin ich da sehr zuversichtlich. Ja, das Bewerbungsverfahren zur Bildungsregion in Bayern, dass der Landkreis Bildungsregion wird, ganz offiziell anerkannt vom Kultusministerium, das ist abgeschlossen. Wir haben heute die Bewerbungsunterlagen übergeben. Aus den Äußerungen der Verantwortlichen konnten wir heraushören, wir können ganz zuversichtlich sein, dass wir dieses Signet bekommen. Gut, das wird ein öffentliches Zeichen sein, dass wir uns selbst anstrengen, auch in der Bildung Lücken zu schließen, die es vielleicht noch gibt bei uns zwischen den einzelnen Laufbahnen. Der Effekt in diesem vergangenen Jahr war schon einmal enorm. Die verschiedenen Bildungseinrichtungen, Akteure im Landkreis waren ganz intensiv im Kontakt von der Wirtschaft zu den beruflichen Schulen bis hin zu den allgemeinbildenden Schulen. Es sind viele Arbeitskreise entstanden und jetzt ist entscheidend, dass wir das gut in die Zukunft bringen, dass wir mit dem Zeichen, wenn wir es denn bekommen, nicht aufhören, in diesen Bereichen kreativ zu arbeiten. Wir werden vom Landratsamt die Strukturen bereithalten. Wir werden eine Koordinierungsstelle aufrechterhalten. Vielleicht kommen wir zu einer Art Bildungsmanagement, zu einer Bildungsstelle, Verbindungsstelle, Plattform auch im Landratsamt. Wir werden da mit unserer neuen Leitung im Schulamt auch noch sprechen. Wir werden mit den Leitern der weiterführenden Schulen sprechen, mit den Unternehmen, mit dem Arbeitskreis Schule Wirtschaft und dann auch politisch noch einmal eine Entscheidung dazu vorlegen. Das Wesentliche ist, dass wir uns immer bemühen, die Herausforderungen, die das berufliche Leben für junge Menschen bereithält, rechtzeitig aufzugreifen und unsere Strukturen anzupassen. Wer sich interessiert, was in den vergangenen 15 Monaten hier alles erarbeitet wurde von insgesamt 100 Akteuren aus dem Bildungswesen bei uns im Landkreis, der kann das nachlesen in einem Geheft, das wir heute übergeben haben. Schön gebunden, aber natürlich kann man das auch nachschauen, elektronisch von zu Hause aus, vom Schreibtisch auf der Homepage unseres Landkreises.